willkommen zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja, Leinenbattle steht an. Und das will ich jetzt machen. Und zwar nicht wie eine Pussy. Sondern wie ein Kämpfer. In einem Bow-Battle. Dich habe ich nicht herausgefordert, lieber Exile-Wurst. Egal, stirbst du einfach kurz mit. Der Leute hilft dir hier gerade sehr aus der Patsche. Wissen Sie, dass Sie ohne den Leuten schon längst tot wären? So, jetzt muss der Leute mich vergessen. Okay, er ist wieder auf Fragezeichen. Das heißt, ich kann ihn wieder abschießen. Liefers Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Perfect timing. What? Von Teleportation war aber nicht die Rede hier. Mister. Ich muss sagen, ich beweise hier gerade sehr gute Bow-Skills, oder? Ich habe Angst, dass der sich einfach hier hoch teleportiert. Okay, ich nehme jetzt den Königsbogen. Ach, das liegt daran, dass ich geduckt bin. Deswegen merkt er nicht, dass ich hier bin. Ich glaube, der denkt sich nur so, ich gebe auf. So, entfachen wir das Feuer jetzt mal richtig hier. Das denkt er sich wohl auch gerade. Okay, ich wechsle die Etage. Und kämpfe gegen dich! Nicht! Okay. Es regnet gleich. Ja, geil! Okay, das ist jetzt wirklich Jackpot. Okay, der Typ da jetzt vielleicht nicht ganz so sehr. Aber den neuen kriegen wir. Komm schon. Jeder weiß, dass du ein großer Hut bist. Nicht nur ich, auch du. Okay, das war jetzt eine mega Verschwendung. Das hätte ich wirklich anders machen sollen. Aber ich habe einen Soldaten. So. Denn jetzt ist das noch effektiver. Und da ich unter Dach bin, kann er mir ja nichts anhaben. Also bringt ihm der Regenvorteil nichts. Nur
mich vergessen? Wenn ich ihn jetzt noch treffen würde? Okay, also ich habe hier genug hier. Vergiss mich. Ich bin nie in dein Leben eingedrungen. Du hast mich nie in deinem Leben gesehen. Ich glaube, es hat gewirkt. Okay, er hat auch sein Fragezeichen verloren. Wir haben ihn jetzt die Hälfte abgezogen. Einen Moment zu speichern. So, jetzt hat er mich wieder entdeckt. Eigentlich ist das so ein Phasen-Ding, was ich mir hier selber erbaue. So eine Phase, da kann ich ihn angreifen. Und in der nächsten Phase kann er dann angreifen. Zack, zack, zack. Synchronisiert sich das alles. Und ich muss mir die Phasen so... In seiner Angriffsphase kann ich zwar auch angreifen, aber... Es gefällt ihm nicht. Oh, ich habe gerade aus Versehen einen Dreier-E-Schutz genommen. Kann der mir jetzt überhaupt Schaden machen? Naja, wie ein normaler Pfeil. So, die Leuenmucke kommt jetzt auch mal. Nach 10 Jahren. Ich habe noch 16 Eispfeile. Okay, ich muss mir wirklich einen Plan überlegen. Mein Dreier Elektroschutz ist nice. Ich werde aber alle meine Pfeile an ihn verschießen. So viel steht fest. Und er trifft mich gerade nicht wirklich. Er hat ja keine Pfeilbegrenzung. Ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Mehr Pfeile. Ah! Der Leune macht wieder seine Musik. Kurz. Ich glaube, die Musik kommt, wenn er überlegt, in den Nahkampf zu wechseln. Jetzt ist es passiert. Okay. Jetzt wird es wirklich eine heiße Angelegenheit. Also das sage ich euch. Das krasseste Battle der EU. Aber der Leune hat einen Nachteil. Und zwar sind seine Attacken auf Platz ausgelegt. Und dies, meine Damen und Herren,
ist hier nicht viel. Und deswegen mache ich ihn jetzt mit der Meisterachse so was von kalt. Okay, Schild, 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 Schild. Schild, Schild. Hier, ich brauche hier, ich brauche hier. Ich hole mir die Maxi-Dings. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe noch einen besseren Helm, und zwar den hier. Okay. So große Range hat der. Okay, Schild funktioniert nicht. Meine Damen und Herren. Ich weiß, ich sage hier die ganze Zeit, Damen und Herren, ich bin so angespannt, Leute, ey. Das glaubt ihr mir nicht. Das Battle der Nationen. Leune gegen Yogi, der noch nie gegen einen Leunen gewonnen hat. Und jetzt verschafft er sich den großen Vorteil am Platz. Wird Yogi es auch hier unten schaffen? Natürlich greift der Leune jetzt zum Bogen. Alter, das ist ja mega. Oh Gott, Leute. Mein Herz. Oh Gott, mein Herz kämpft mit. Ja, Leute, du machst mir ein Viertelherz Schaden mit deinem Bogen. Durchatmen, Yogi. Durchatmen, durchatmen, durchatmen. Du warst gerade auf dem anstrengendsten Kindergeburtstag der Welt und jetzt kämpfst du gegen einen Leuen, den du fast tot hast. Gut, dass ich jetzt nicht im Hardcore-Modus spiele, weil sonst würde er sich jetzt regenerieren. Halleluja, mein Damen und Herren. Halleluja. Ich muss dem aber noch einmal mit dem antiken Schwert dieses Ultra-Dings da verpassen. Ich traue mich gerade hier nicht aus dieser Deckung. So, Stepfile, egal. Okay. Dort ist er. Wir sitzen nur diesen einen einzigen Pfeil. Meine Damen und Herren, das speichere ich sofort ab. Ich habe den ersten Leuen in meinem Leben besiegt. Alter. Halleluja! Leunenhuf, Leunenhorn, Elektropfeile, Leunenschild, Leunenbogen, Leunenschwert. Und das Schlimmste ist, diese Aufnahme ist immer noch eine Vorproduktion. Alter, mein Atem.
Ich fühle mich, als hätte ich gerade Satan höchstpersönlich bekämpft. Alter! Ich muss eigentlich noch mehr Brot produzieren, aber so. In diesem Zustand. Oh Gott. Nein. Nein, nein, nein. Stoff brauchen, dann kommen wir hierher. Am besten dann mit mehr Pfeilen. Das wäre vielleicht ganz praktisch. Ich habe gemerkt, dass Elektro wirklich eine Schwäche gegen ihn ist, wenn es regnet. Also ich glaube, wenn man Leuchtstoff will, muss man hierher kommen. Also, Halleluja. Oh Gott. Es war anstrengender als der Kindergeburtstag von Gott eben. Auch wenn die Folge jetzt nicht so lang war. Das war's mit der heutigen Folge. The Legend of Zelda. Breath of the Wild. Endlich war es ja nicht mehr wirklich Legend. Hätten wir Mifas Gebet nicht gehabt, hätten wir verkackt. Das ist wirklich eine traurige Sache. Oh Gott. Ich kann es nicht oft genug sagen. Halleluja. Das war's. Oh Gott. Hilfe. Mami. Bis dann und ciao. Haut rein. Tschüss. Also und Feedback über diesen Kampf unten in die Kommentare. Ich möchte 2 Likes in den nächsten 2 Wochen auf dieses Video haben. Bevor ich das jetzt noch in die Länge ziehe, bis dann und ciao.